Vielen Dank. Es kommen immer mehr Fragen. Hallo zurück bei Unpopular People. Wir glauben, dass auch unbekannte Menschen eine super interessante Geschichte zu erzählen haben. Diese Woche die Fortsetzung von unserem Interview mit Axel. Falls ihr jetzt erst einschaltet, dann hört doch nochmal die Folge von vorheriger Woche. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite www.unpopularpeople.com unter dem Button Donate eine kleine Spende hinterlasst. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr unsere Podcast-Folgen und unsere Beiträge auf den Social-Media-Plattformen mit euren Freunden teilt. Und nun viel Spaß beim zweiten Teil. Ja, vielen Dank. Es kommen immer mehr Fragen. Aber was mich auch sehr interessiert ist, wenn du, du setzt dich ja sehr auch ein für Obdachlose in, hier in Deutschland. Und wenn man jemand auf der Straße sieht, ja, da stellt sich mir immer die Frage, was kann man dann direkt tun? Ja, weil es ist oft schwierig, weil Geld geben möchte man dann nicht unbedingt immer. Und wie kann man agieren? Du hast uns auch schon mal eine Anekdote erzählt, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, von jemand, den du im Wald getroffen hast. Okay, und das einfach an die, auch an die Zuhörer. Was kann man hier in Deutschland tun, wenn jemand Hilfe braucht auf der Straße? Wie kann man agieren? Also grundsätzlich ist es so, ich spreche die Leute direkt an. Das Erste, was ich frage, hast du Hunger? Hast du Durst? Geld bekommst du nicht. Weil jeder möchte eigentlich Geld. Ich kenne jetzt dieses Verfahren dieser Menschen. Wenn sie Geld bekommen, holen sie sich irgendwas zu trinken oder irgendwas zu rauchen. Da bin ich absolut dagegen. Das Zweite ist, wenn du mit den Leuten, das Erste, wenn ich mit denen spreche und sage, kann ich dir irgendwie helfen? Essensmüll. Auf was hättest du Lust? Möchtest du was essen? Viele sagen, ja, so ein belegtes Brötchen. Was möchtest du drauf? Möchtest du Käse, Wurst? Möchtest du eins? Möchtest du zwei? Möchtest du Cola dazu? Ja, willst du einen Kaffee dazu? Es entstehen wirklich so Gespräche, ja, dass die dann, bleib sitzen, ich hol dir es, komm gleich wieder, ja, so. Und wenn du den Kontakt mal hast, ja, dass der, wenn du dann zurückkommst, ah, oh, vielen Dank, das ist aber nett und so, das ist, sag mal, wo kommst du eigentlich her oder wie kommst du nach Heidelberg oder so. Also es sind einfach Dinge, wenn man zu den Leuten hingeht und sagt, hau ab oder was willst du überhaupt? Sondern man muss mit einem Ton an die Leute hin, ja, oder verschwind hier, oder geh arbeiten. Gibt da viele, die sagen, du Penner, ja. Das ist, finde ich, nicht der richtige Weg. Sondern man spricht die Leute höflich an und sehr oft kommt auch höflich zurück. Ja, also ich zum Beispiel kann ich auch sagen, jetzt vor Weihnachten stehen sehr viele Musiker auf dem Bismarckplatz. Ja, wenn ich da hingehe und ich sehe das, habe ich ein paar Mal schon gesehen, eine Frau mit einem kleinen Kind. Und ich weiß genau, das ist irgendeine, ich sage jetzt mal, eine rumänische Clique, die halt die Frau da, und wenn ein Kind dabei ist, ein Kleinkind, das ist immer, die Leute geben da einfach mehr oder versuchen. Ich gehe da hin, ich gebe auch was. Sag auch, kann ich dem Kind ein bisschen Schokolade holen oder, ja. Viele verstehen mich zwar nicht, aber ich gehe dann trotzdem und hole was. Und wenn ich da ins Gespräch komme und sage, muss das sein oder dass das, oder ein Hund, viele haben einen kleinen Hund dabei, muss das sein oder ich finde die Musik toll, was du machst, ja, gibt es dann andere Möglichkeiten. So. Und sehr oft fangen die dann plötzlich an, mit dir was zu erzählen. Also mir ist es jetzt so gegangen. Ja. Und jetzt gerade an Weihnachten, ich sage dir, wenn du durch die Hauptstraße gehst, gibt so viele, stell mich da hin, hör mir das an, schmeiß da mal was rein und dann fange ich ein Gespräch an. Sag ich, das ist so eine geile Musik, was du da machst. Ne? Machst du das schon lange oder wie bist du dazu gekommen? Machst du nur Straßenmusik? Und, ja? Also es gibt aber auch, gerade jetzt, weil du den Mann da angesprochen, ich habe den jetzt vor 2 Tagen, habe ich den gesucht im Wald. Bin wieder mit meinem Hund an dieser Hütte und er lag wieder da. Ja? Erzähl vielleicht die Geschichte von Anfang an, weil wir kennen die Geschichte, aber die Zuhörer kennen die Geschichte ja nicht.
Also ich bin vor einigen oder vor Wochen bin ich durch den Wald mit meinem Hund und der hat vor so einem Holzhaus plötzlich Ohren gestellt und sehr unruhig geworden und habe ihn an die Leine genommen und bin dann in dieses Holzhaus rein und da lag ein Obdachloser, älterer Herr, auf einer Pritsche und ich habe ihn angesprochen, ob alles okay wäre, ob er irgendwas braucht oder so und er hat alles abgelehnt. Ich habe ihm angeboten, er kann montags, mittwochs, freitags zu mir kommen, in die Bahnhofstraße, wo ich bei arbeite. Ich würde ihm Kleidung geben können, weil wir eine Kleiderkammer haben. Ich würde ihm auch, weil wir eine Krankenschwester haben, die Krankenschwester könnte ihn angucken und er hat alles abgelehnt. Das Einzige, was er wollte, war Tabak. Also wenn du, ich habe ihn dann auch mal laufen sehen bei, da gibt's einen Penny, da ist er mal gelaufen, dann hat er halt seinen Tabak sich gekauft. Also wenn du wieder dahin gehst, dann guck einfach und dann musst du nur klopfen, dann komme ich raus und dann. Das hat er nicht getan und ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen. Vor 2 Tagen, ich bin wieder im Wald und bin direkt in das Holzhaus rein und er lag wieder da. Dann habe ich ihn angesprochen, also er war alkoholisiert, dann habe ich ihn angesprochen, er ist aufgestanden und er hat eine Strickmütze auf, die bis zu den Augen runtergezogen war. Und dann hat er so die Mütze so hoch und dann habe ich gesehen, dass er auf der Stirn lauter solche großen, wie so Eiderpickel. Und dann habe ich gedacht, also der kann da nicht liegen, ja. Und dann habe ich gesagt, sei so gut, ich hole das Auto, ich nehme dich mit und wir fahren zu irgendeinem Arzt. Lass dich einfach untersuchen. Er möchte das nicht, habe ich gesagt, aber du musst das machen. Du kannst hier nicht da im Wald liegen und das geht nicht. Ja. Und dann da rumgemurmelt und ich bin weg, weil mein Auto steht ungefähr eine halbe Stunde, stand es, fahr mit dem Auto genau dahin und er war weg. Also er wollte es, hat es gar nicht angenommen, ja? Weil ich wäre sofort, selbst hätte ich unsere Krankenschwester angerufen und gesagt, komm mal her und guck dir das an, ja, der braucht einfach Hilfe, ja. Aber auch solche Leute, die kann man dann nicht mehr überzeugen. Die sind dann einfach, die wollen das nicht mehr, ja, und da kannst du auch nichts mehr machen. Und je mehr du vielleicht dann auf die einredest, die werden dann aggressiv. Die musst du lassen. Ja? Das gibt's. Ja, du hast uns auch mal erzählt, dass du jemanden auch im Wald getroffen hast, ja, glaube ich, der auf dem Weg nach Jerusalem war. Ja. Willst du vielleicht die Anekdote mal erzählen? Also ich war auch wieder mit dem Hund spazieren, das war auf dem Bierhelder Hof und es kam ein junger Mann, also jung, 50 Jahre, aus dem Gebüsch, angezogen wie ein Zimmermann und hat so in der Gegend sich umgeschaut und ich hatte das Gefühl, der sucht irgendwas oder hat sich verlaufen oder so. Ich habe ihn angesprochen und ja, sagt er, er sucht den Weg nach Sinsheim, völlig falsche Richtung. Habe ihm dann erklärt, wo Sinsheim liegt und ob er schon gefrühstückt hätte. Nee, dann habe ich gesagt, ob ich ihn zum Frühstück einladen dürfte. Ja, dann sind wir in ein kleines Café und so während der Fahrt hat er mir so ein bisschen erzählt von sich, was er so macht. Und ich habe das dann beim Frühstück, bei Kaffee und bei einem Brötchen, habe ich das immer so ein bisschen hinterfragt. Und dann hat er mir so eine tolle Geschichte erzählt, dass er also früher auf der Straße gelebt hat in Berlin. Sein Name war Helge, das kann ich sagen, kommt aus Norden, von der Nordsee oben. Und ist halt so gesellschaftlich abgerutscht, Drogen, Alkohol und auf der Straße gelebt. Und dann erzählt er mir, dass er ein Erlebnis hatte, dass in Berlin, ich glaube sogar Kreuzberg, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ein Kollege von der Straße, der hat gesagt, wir gehen heute mal, da gibt's Essen in dieser Kirche, da gehen wir mal hin und da können wir uns den Bauch vollschlagen, so wie er sich halt ausdrückt, wir können was mitnehmen. Und er ist mit und wie er in die Kirche kommt, zu seinem Platz geht, dann guckt er das Kreuz an und sagt, Jesus hat mich zu dem Zeitpunkt, hat mich Jesus angerufen, so hat er sich ausgedrückt. Bin dann dahin, habe mir das alles nochmal von der Nähe angeguckt und bin dem Glauben immer näher gekommen, so war seine Aussage. Und von dem Zeitpunkt an
hat er eigentlich so in das Leben wieder zurückgefunden. Er hat nichts mehr getrunken, er hat nichts mehr geraucht. Er hat ein Studium der Theologie angefangen, hat dann in einer Gemeinde in Berlin, konnte er dann Arbeit finden. Das Studium hat er allerdings nicht ganz vollendet, hat ein paar Semester, dann hat er abgebrochen, war aber immer noch dem Glauben sehr nah, also, und hat dann erzählt auch, dass er den Jakobsweg gelaufen ist. Und einer meiner Mitarbeiter ist den Jakobsweg auch gelaufen, zweimal. Und ich weiß, dass man an jeder Station des Jakobswegs einen Stempel bekommt, das ist eine Muschel. Ja, und wenn du jede Station abgelaufen bist, dann warst du 6 Wochen unterwegs und dann kriegst du einen Pass und das sind alle Muscheln, was vergeben werden da drin. Und da ist er, du kannst mir viel erzählen, zeig mir mal die Stempel. Und das hat er tatsächlich dann gemacht und dann zeigt er mir einen Ausweis, dass er nach Jerusalem, also er geht nach Israel, das ist das Erste, und dann geht er halt weiter und er möchte Grabstätte, alles was so ist, da möchte er hin und das möchte alles laufen. Also weißt du, wie weit es ist so? Da sagt er, ja, er weiß es, über 7000 Kilometer wird er da unterwegs sein und er wird dann auch seinen Job kündigen in Berlin und wird es auch machen. In der Zwischenzeit in dem Café saßen 5 Leute um uns rum, die alle so begeistert waren, wie der geredet hat. Einer war dabei und sagt, eigentlich hätte er Missionar werden können, weil der hat mich voll überzeugt. Also eine tolle Geschichte über Menschen, die du einfach Wald und Wiese, du musst sie halt ansprechen. Ich hätte genauso gut weiterlaufen können und sagen, was macht der? Oder? Aber der war mir einfach, ich will jetzt sagen sympathisch, aber das war außergewöhnlich. Wie der auch ganz nett und also ich fand tolle Geschichte, ja. Und muss eigentlich sagen, bin froh, dass ich den habe kennengelernt. Ja. Total interessant, was sich daraus entwickelt, wenn du einfach mal auf die Leute zugegangen bist. Ja. Für viele in unserer Gesellschaft, die haben, wie du schon gesagt hast, eher Angst oder sagen, geh weg. Aber erstmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wie kann man denn Leute ermutigen, dass sie vor diesen Menschen keine Angst oder Scheu haben müssen? Im Gegenteil, meistens entwickelt sich ein ganz tolles Gespräch, Geschichte daraus. Das sind genauso Menschen wie wir hier. Wie kann man den Zuhörern und unserer Gesellschaft sagen, hey, traut euch? Hast du da eine Idee? Also ich glaube, dass in erster Linie unsere Gesellschaft nicht mehr das ist, was es vor Jahren war. Jeder denkt eigentlich so ein bisschen nur an sich. Und bei den meisten, muss ich sagen, ist meistens so eine Weihnachtszeit, wo sie vielleicht so, ich will nicht sagen, ein schlechtes Gewissen haben, wo sie einfach sagen, wir müssen was tun, wir müssen, wo ich aber dann denke, das sind dann Menschen, die das nicht aus Überzeugung machen, sondern einfach vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben. Dann jeder macht es halt, also mache ich das auch. Also ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der eigentlich Weihnachten gar nicht mal so viel spendet oder was macht. Weil es gibt so viel unter dem Jahr, was man machen kann. Dazu, weil du das ansprichst mit Ansprechen oder so, es ist auch nicht jeder Beispiel. Zu uns kommt jetzt ein Arzt aus Neckargemünd. Der hat seine Praxis aufgegeben und er hat angefragt, ob er zu uns mal kommen darf. Er würde gern seine Hilfe anbieten. Dann haben wir uns mit dem getroffen, also die Krankenschwester und ich. Wobei ich jetzt da immer mit einbezogen werde, das ist eigentlich gar nicht meine. Ich habe ein Ehrenamt und das sind Sozialarbeiter und die sind ja fest angestellt. Und die Krankenschwester betreut halt diese. Aber sie kommt immer wieder zu mir und sagt, du, geh mal mit, da kommt einer. Und da sagt er, lass den einfach kommen. Und dann muss er sehen, was möchte er. Ja, er möchte halt helfen, diesen Menschen. Dann kam der vor 14 Tagen, montags. Kam rein, stellt sich so an die Seite, hallo, geht's, übliches Gespräch, so. Dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, was denkst du denn, wenn du hierher kommst, was dich hier erwartet? Aus welchem Grund kommst du hierher zu dem Verein? Und da hat er mir ganz klar gesagt, ja, ich bin Arzt, möchte was mich einbringen, möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben.
Dann habe ich ihn angefangen und gesagt, glaubst du, wenn du dich jetzt zu dem einen oder anderen hinsetzt, also da waren die noch nicht da, sondern der kam etwas früher, was glaubst du, wie der reagiert, wenn du kommst und sagst, ich bin der Doktor sowieso, hast du ein Problem, kann ich dir helfen? Ja, ich denke, der hört mich dann an. Der steht auf, der kommt zu mir und sagt, was ist denn das für ein Depp? Was will denn der von mir? So einfach ist es. Aber komm einfach, wenn ich die Tür aufmache, setz dich einfach dazu. Und dann ergibt sich vielleicht. Vielleicht spricht dich einer von denen an. Das hat er dann gemacht und dann ist er nach einer Stunde aufgestanden, hat sich wieder zu mir gestellt. Schwierig, einen Kontakt aufzubauen. Also ich habe dir das doch aber eigentlich im Vorfeld, du darfst nicht denen deine Hilfe anbieten. Du kannst mit denen erzählen, dass du vielleicht ein gutes Bier getrunken hast. Dann kommt er mit dir ins Gespräch und sagt, trinkst du auch gerne ein Bier? Oder rauchst du? Oder was machst denn du so? Das ist der Ansatzpunkt, mit dem ins Gespräch zu kommen. Aber den zu fragen, siehst nicht so gut aus, ja, ich bin Arzt, kann ich, die lachen dich aus, die sagen, was will denn der von uns? Genau sowas. Er kam jetzt am Montag wieder, hat sich hingesetzt und wir haben einen, der ein ganz belesener Mann ist. Ja? Wir nennen ihn weil der lebt eigentlich von Flaschensammeln nebenher. Hat so einen riesen weißen Bart und kommt aus einer Familie, die sehr, sehr vermögend ist. Und er spricht 7, 8 Sprachen. Also er spricht auch Mandarin. Er war sehr lange in China. Ja. Und dann setzt sich der Arzt dem gegenüber und der Obdach, der spricht ihn an und nimmt ein Buch über Dalai Lama. Der hat immer Bücher dabei, ja. Und dann nimmt er das Buch von Dalai Lama und sagt zu dem Mann, kennst du den? Und dann sagt er, ja, den kenne ich. Und plötzlich waren die im Gespräch. Ja, da kommt ein zweiter, das ist ein ehemaliger Universitätsprofessor. Wenn du den siehst, das kannst du dir nicht vorstellen, wie der Mann, ich kann es gar nicht glauben, ja. Und schaltet sich in dieses Gespräch ein. Da hat er schon 2 gehabt, mit denen er sich da halbe, dreiviertel Stunde. Die haben dann über Dinge geredet und gedacht, so, wenn der einmal zu dem sagt, ich bin Arzt, ich kann dir helfen, dann klappt er das Buch zu, steht auf und geht. Ist leider so. Also das sind alles so Dinge, wo du, das muss man halt, mir ging es am Anfang auch nicht anders, nur ich bin jemand, ich kann tausend Dinge, wenn ich zuhöre, der eine spricht über Fußball, und sage ich, oh Gott, mein Verein hat schon wieder verloren. Da spricht er mich sofort an, was ist denn dein Verein? Ja, wo bist denn du Fan? Ja? Dann sage ich, den du wahrscheinlich nicht magst. Ja, also sage ich es mal. Ja. Und dann ergibt sich sowas. Ja. Und das sind so Sachen, viele von uns kommen auch junge Leute. Jetzt habe ich noch eine Dame, die wird Lehramt, studiert die Sonderschule. Ja, die kommt auch und die fühlt sich so hilflos. Die sagt, was, ich weiß gar nicht, was ist mit den Leuten. Ja. Die machen ihre Sprüche über die. Ja, siehst aber heute besser aus wie das letzte Mal. Ja, und ja, wie war die Nacht? Und das sind auch. Da sagt ihr, oh Gott, was will denn der von mir? Also ich lass sie reden. Fragen, ob er noch einen Kaffee will, ja, ob noch ein Brötchen machen kann. Ja. Du brauchst einfach Zeit. Ja, die versuchen natürlich auch alle, bei Frauen sowieso. Ja, ist ja normal. Ich muss dann schon mal sagen, du, halt dich mal zurück. Ja, das ist ein Ehrenamt, sei froh, dass die da ist, ja, dass die Zucker auffüllt und die Milch, da musst du nicht aufstehen, du musst das holen. Ja. Also das sind alles so Dinge, aber das muss man auch lernen oder braucht ein Gefühl dafür. Ja. Vielleicht ist das Lebenserfahrung. Ja. Vielen herzlichen Dank. Also ich bin total begeistert, wie du unsere Fragen so fleißig beantwortest. Und wenn vielleicht noch Fragen im Nachhinein von den Zuhörern kommen, dann können wir dir die vielleicht schriftlich zukommen lassen oder so, weil ich glaube, da gibt es so viele interessante Themen noch. Ich würde auch jetzt zu den letzten Fragen auch schon kommen oder wir würden dann nach und nach abschließen. Wir fragen unsere Interviewten immer, wenn du eine eigene Schule hättest, ja, und die Fächer auswählen kannst und sowas, ja, und
und vielleicht, was würde dir an dem heutigen Schulsystem fehlen, was du in deiner eigenen Schule integrieren würdest, um den Leuten etwas, also jungen Menschen mit auf den Weg zu gehen für ihr Leben? Also da muss ich vorab was anderes sagen. Und zwar, da ich auch ein Ausbildungsbetrieb war, habe ich damals beschlossen, wenn ich ausbilde, nur Hauptschulabgänger. Ich werde keinen Jungen nehmen mit Abitur, mit mittlerer Reife. Ich werde nur an Hauptschulen gehen. Habe mich dann kurzgeschlossen mit Bammental, Schatthausen und Garangeloch. Da habe ich bei den Hauptschulen angefragt, ob es einen Lehrer gibt, die einfach Projekttage machen, weil ich weiß es, vor Ostern 8 Tage und vor den großen Ferien. Und da möchte ich bitten, wenn er jemand hätte aus seiner Klasse, der Drucker lernen will, jederzeit zu mir zu bringen. Und dann haben sich verschiedene Lehrer gemeldet, die haben gesagt, das finden sie toll. Wir haben in der Zwischenzeit einen Dachdecker, der ausbildet, wir haben eine Bäckerei, die ausbildet, wo die Kinder einfach hin können. Ja. Und toll, ich hätte sogar 2, habe ich gesagt, 0 Problem. Also Montagmorgen, 7 Uhr, die kommen von Schatthausen, 7.30 Uhr. Also ich erwarte, wenn jemand sowas machen will, dann kann er auch früh aufstehen. So, also es gibt Regeln. Die 2 Schüler kamen aus Schatthausen und aus Garangeloch. Dann habe ich denen den Betrieb gezeigt, habe ihnen die Leute vorgestellt. Und dann habe ich ihnen so, oder meinen Mitarbeitern gesagt, so kleine Sachen, also die können natürlich nicht an der Druckmaschine, Vorsicht, aber die können, wenn ihr sagt, bring mir mal den Farbeimer, den kann er dir bringen, oder mach mal die Spachtel sauber, oder bring das mal an die Schneidmaschine, so, das können die machen. Ja. Dann habe ich die einfach mal so 4-5 Stunden machen lassen. Dann habe ich mir die 2 geholt, ins Büro, und welche Eindrücke habt ihr jetzt von dem Beruf des Offset-Druckers, war ja dann. Ah ja, da muss man aber schon viel arbeiten. Was verdient man denn bei Ihnen? Das war die zweite Frage dieser Kinder. Ja, habe ich gesagt, das ist entsprechend, wenn ihr die Ausbildung macht als Offset-Drucker, ihr habt 3 Jahre Lehrzeit, und dann gibt es von der Gewerkschaft gibt es einen Einstiegspreis. Das heißt, wir zahlen keine Standardlöhne, sondern wir zahlen immer so ein bisschen drüber. Ja, das liegt vielleicht so am Anfang, kriegt ihr vielleicht so 16, 17 Euro die Stunde, und das kann sich steigern bis 20, 25 Euro. Ja, je nachdem, an was für eine Maschine ihr dann mal arbeitet. Na ja, und wann müssen wir immer anfangen? Ja, habe ich gesagt, eigentlich fangen wir 7 an. Ihr könnt jetzt in den 8 Tagen 7:30 spätestens. Und bis 4:30 müsst ihr eine halbe Stunde Mittagspause. Gut. Nächsten Tag kam sie nicht mehr. Hat der Lehrer angerufen. Wie machen sich denn die 2? Da sage ich, sie sind nicht mehr da. Hätte ich ihnen sagen können. Also der Lehrer wusste schon im Vorfeld, die haben gesagt, Drucker wäre toll. So. Dann sagt er zu mir, wir in der Schule, das ist Hauptschule, die Kinder erzählen uns, oder ich mir als Klassenlehrer, mein Vater steht morgens auf, macht einen Eischrank auf und trinkt ein Bier, legt die Füße hoch, macht den Fernseher an. Und der Kleine sagt, ich stehe doch nicht 7 auf. Er sagt, ich habe das gleiche Problem beim Bäcker, da muss er noch früher kommen. Ich habe das gleiche Problem gehabt beim Dachdecker. Ich habe das gleiche Problem gehabt beim Schreiner. Die fangen alle früh an, weil A, sie gehen auf die Baustelle, B, sie müssen ihr Material richten. Das heißt, wir haben eigentlich ganz wenig Einfluss. Wir bemühen uns in der Schule möglichst, weil das ist ja, Hauptschulabgänger stehen ganz unten. Die haben das größte Problem, einen guten Job zu finden. Nicht alle, den einen oder anderen. Nur, der was werden will, der geht weiter auf die Realschule, macht mittlere Reife. Und wenn er dann noch ein bisschen was im Kopf hat, geht er aufs Wirtschaftsgymnasium. Die Chance nehmen die sich dann wahr. Man darf natürlich, wobei die jetzt 14 Jahre alt sind, und ich erwarte von einem 14-Jährigen, und ich sage, den behandle ich nicht wie einen 10-Jährigen, weil ein 14-Jähriger, der muss schon ein bisschen mitdenken können und nicht nur Party und ja. Also die können dir 1000 Sachen erzählen über Musik und was ist alles. Aber so im richtigen Leben zu stehen, das tun die alle nicht. Ja. Und das ist eigentlich mein Problem.
wenn man solchen Schülern eine Chance gibt, ja, und sagt, pass mal auf, überleg dir das mal, du kannst ja nach 3 Jahren was anderes machen. Du kannst dich auch weiterbilden, ja. Aber die sind gar nicht, die wollen das gar nicht, aber warum? Weil sie es genau vorgelebt kriegen. Ja, manchmal habe ich Verständnis, wie kann ein Kind, wo der Vater vielleicht schon seit Jahren einfach sagt, mir geht's doch gut, ich habe doch alles, was interessiert mich, die Gesellschaft, ja. Da sehe ich das große Problem. Und ich sehe das auch so ein bisschen schulisch. Da kann sich ein Lehrer reinknien. Der Lehrer hat gesagt, ich hätte Ihnen das vorher sagen können, wie das funktioniert. Ja, ich habe noch ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, der ist Prokurist. Also der ist wirklich Leiter einer großen Firma in Heidelberg. Dessen Sohn ist auch so ein bisschen abgedriftet. Dann hat er mich angerufen und unter Freunden, gute Freunde, sagt er, du, meinst du, du könntest meinen mal so ein bisschen unter die Fittiche nehmen, dass der einfach jetzt mal ein bisschen Halt hat, also dass er was arbeitet. Von der Schule ist er geflogen, ja, war schon 18 Jahre alt. Ich habe gesagt, wir machen das so, Praktikum, 8 Tage und dann kam der. Ich habe nach 3 Tagen zu meiner Frau gesagt, den stelle ich sofort an. Der kriegt sofort bei mir einen Arbeitsvertrag. Ja. Dann ist er nach 8 Tagen ist er gegangen. Das ruft mich der Vater an. Du, was bekommt denn eigentlich ein Praktikant bei dir? Was verdient denn der? Da habe ich gesagt, was kann denn der Praktikant? Ja. Also ich habe ihm 50 Euro gegeben. Was kann denn der Praktikant? Ah ja, der ist ein bisschen enttäuscht, weil der wollte sich ein neues Handy kaufen, hat gedacht, das kann er jetzt verdienen in den 8 Tagen. Was kostet das? 700 Euro. Da ist das doch aber nicht ernst. Du bist Prokurist in deiner Firma. Was kriegt denn ein Praktikant bei euch, wenn ihr denn ja, eigentlich nichts. Die können von Abteilung zu Abteilung und dann kann man ja nicht viel verlangen. Also, was erzählst du mir dann? Und bei mir will er 700 Euro um ein Handy für nichts. Trotzdem habe ich gesagt, ich sag dir es, der kriegt bei mir, der kann bei mir anfangen. Nach 1,5 Jahren, er ist nicht dazwischen, der Lehrer hat angerufen vorher schon, ist irgendwas mit, ich will jetzt den Namen nicht sagen, nee, ist er nicht in der Schule, nee, er kommt schon seit einiger Zeit nicht mehr. Die Prüfung nicht, gar nicht zugelassen dann, ja. Er sagt, gut, dann kam er, er möchte aufhören. Da hab ich gesagt, komm, wir reden nochmal, setz dich mal hin, erklär mir mal. Ja, ich habe 2 Freunde, wir wollen zusammenziehen. Und der eine hat auch aufgehört, der wollte Autoschlosser, sage ich mal, heute heißt er Industrie-Metatroniker. Der hat gesagt, Arbeit ist doch scheiße, du musst immer so früh raus. So reden die untereinander. Dann habe ich gesagt, überleg dir es gut, wenn du aufhören willst, ich lege dir keinen Stein in den Weg, dann kannst du gehen. Ja? Also er hat aufgehört, nach einem halben Jahr ruft mich der Vater an, er möchte doch wieder Drucker werden. Da habe ich gesagt, bei mir jetzt nicht mehr. Die Chance hat er vertan, aber ich weiß, wer einen sucht. In Leimen gibt es eine Großdruckerei, die suchen einen Lehrling. Da hat er dort einen Job bekommen, die haben den genommen, aber da musste er auch mal Schicht arbeiten, von 14 Uhr bis 10 Uhr. Und er ist über 18, also darf er das. Dann ruft mich der Vater wieder an, sagt, das ist eine Unverschämtheit, die lassen den Schicht arbeiten. Das ist doch nicht mehr erlaubt. Habe ich gesagt, klär das mit denen und nicht mit mir. Weil bei mir hätte er von 7 bis 3:30 arbeiten können. Also hat wieder aufgehört. Jetzt habe ich den Junge 7, 8 Jahre nicht mehr gesehen. Und vor 2 Jahren, ich war im Krankenhaus, habe eine Magen-Darm-Spiegelung bekommen. Und wie ich rauskomme, also meine Frau hat gewartet, lauf zum Auto, plötzlich ruft mein Name. Ich drehe mich rum. Ach Gott, wie geht's Ihnen denn? Und sage ich, ja, ganz gut. Wie geht's dir? Ah, ich habe immer noch keinen Job und ich würde so gern vielleicht Elektriker oder so. Und ich habe einen Freund, der hat ein großes Elektrogeschäft in der Rohrbacher Straße. Da habe ich gesagt, gib mir mal deine Handynummer, vielleicht hörst du was von mir. Ich bin bei meiner Frau ins Auto eingestiegen, halt mal kurz bei dem
Elektrofritzen da, ich will mal kurz reingehen. Bin ich rein, habe ich gesagt, sag mal, suchst du einen Lehrling oder zumindest mal einen, der kann das Lager aufräumen? Und er so, ja, das, ja, habe ich gesagt, ich hätte vielleicht jemand. Netter Kerl, ein bisschen abgetrifft, haben die Geschichte erzählt, wie sie war. Da habe ich gesagt, naja, dann biegen wir schon wieder hin. So, also, ich habe den angerufen, also du kannst kommen, hör dir das mal an. Der hat ihn genommen. 3 Jahre. Er ist nicht zur Prüfung gegangen. Fertig. Jetzt hat er gesagt, was soll ich mit dem? Ich muss ihn entlassen. Jetzt steht er auf der Straße, hat gar nichts mehr, ist in der Zwischenzeit 33 Jahre, so hat sich das alles hingezogen. Er hat gesagt, was willst du da machen? Der Vater ist Prokurist, der hat keinen Zugriff auf den Jungen und die Mutter schon gar nicht. Die Mutter ist auf dem Gericht in Heidelberg. Keine Chance, den Burs. Und das ist ein lieber Kerl, ne? Aber funktioniert nicht. Da kannst du machen, was du willst, den kannst du auf die Seite nehmen, der erzählt dir alle, toll, mach ich. Und wenn's, vielleicht hat er Prüfungsangst, vielleicht hat er irgendwelche, oder ist so beeinflussbar von Freunden, dass er einfach sagt, pff. Also, so ist es. Das sind Erfahrungen, ja, was man da macht in dem langen Leben. So. Genau, aber um nochmal darauf zurückzukommen zu der Frage, wenn du jetzt außerhalb von Schulfächern denkst, also Normen und Werte, die du denkst, die du lebst, was ist das, wenn du jetzt, wenn es eine junge Person wäre, die das umsetzen würde, die es annehmen würde, was würdest du sagen, vielleicht so eine Weisheit von dir aus dem Leben, was würdest du diesem Kind dieser Schule mitgeben wollen? Wenn er in der Schule gut ist, sage ich mal, oder ich würde mit ihm sprechen, so erstmal seine Vorstellungen. Ja, dann würde ich ihm raten, Regeln. Es gibt immer Regeln. Es gibt Dinge, die man vielleicht, na wie soll ich sagen, vielleicht auf die leichte Schulter nimmt, was man eigentlich tun soll, sondern man soll sich mit Problemen auseinandersetzen, ja. Und in der Regel sich nach Regeln halten. Ja? Das heißt natürlich, das eine oder andere ist für junge Leute auch unverständlich. Oder die würden das lernen, wenn sie älter sind. Aber ich sage mir auch immer, eine Entwicklung so eines Schülers oder eines Jugendlichen, das kannst du nicht, ob der 10, 12, 15, 18, die werden sich immer weiterentwickeln. Und für mich ist immer wichtig auch das Umfeld. Ich habe das als Beispiel bei meinem Sohn ja auch, als er noch hier war in Deutschland, ja. Und er hat sehr viele so türkische Freunde gehabt, ja. Und ich habe immer, mein Sohn heißt, das kann ich das sagen, habe ich gesagt, mit allen Menschen, wo du in jungen Jahren zu tun hast, bitte zu uns nach Hause bringen. Dass wir einfach die Leute kennenlernen und vielleicht auch mal, wenn es Probleme sind, dass wir über Probleme reden. Weil ich finde, das Elternhaus, ich sage aus eigener Erfahrung, es wurde nicht geredet. Es wurde, ja, so. Das wäre für mich mal das Allererste. Dass man, wenn man einen Jugendlichen hat, sage ich mal, bis 18, wie die Entwicklung, so, weil mit 18 hast du keinen Zugriff mehr, wenn das Kind das nicht mehr möchte. Ja, da kannst du probieren, was du willst. Du kannst vielleicht das Umfeld beeinflussen kannst du es nicht, aber du kannst vielleicht mit den Leuten im Umfeld reden, also wenn es ganz extrem wäre. Aber um ein Kind irgendwo voranzuführen, erstens, du musst vorleben, das ist mal ganz wichtig, ja. Natürlich hat jeder Flausen im Kopf und das Zweite wäre für mich, ein soziales Umfeld schaffen und das ist für mich einfach Vereine, Sportvereine, ja, wo einfach die Kinder, selbst eine Integration wäre für mich nur ein Kind in einen Sportverein zu bringen. Ja? Und da ist einfach ich bin auch gegen Einzelsportarten bei Kindern, weil das eine andere Erziehung, werden egoistisch, die wollen immer gewinnen, nur für sich. In einem Sportverein, sie gewinnen zusammen und sie verlieren zusammen. Und es gibt immer einen, der drin, der den mal zusammenstaucht. Ja? Also, das wäre für mich so eine Vorgabe, sich drum bemühen. Ich gucke schon mal, was der auch macht. Und wenn er mal auf eine Party geht um 11, 12, dann würde ich den auch abholen.
Ja, und wenn seine Freunde dabei sind, dann würde ich die auch mitnehmen. Ja, also auch ein Beispiel. Mein Sohnemann hat mal Billard gespielt da im Bauhaus. Dann sage ich, wer ist da dabei? Ah ja, das sind so, wer, mit wem spielst du Billard? Ah ja, die kennst du nicht. Gut. Wann gehst du dahin? Ah ja, wir wollen so um 7 dahin. 7 Uhr, ich, 7:30 setze ich mich ins Auto mit meiner Frau, sage, wir gehen dahin, wir gucken, was Billard. Wir sind rein, ich habe mich ganz hinten in die Ecke gestellt und dann haben die da Billard gespielt. Ja. Und dann guckt einer seiner Freunde, stumm zu meinen Sohnern, ja. Und dann bin ich natürlich vorgelaufen, meint, Vater, was machst denn du hier? Hast du deine Freunde kennenlernen? Ganz einfach. Dann bin ich zu denen hin, also hallo, ich bin der Vater von Vincent, wie ist so Billard, das, wer ist am besten so? Ah ja, Gott, wir sind am Üben und das hat 2 D-Mark hat es gekostet zu der Zeit. Muss man einwerfen, dann kann man die Bilder googeln. Dann habe ich 4 D-Mark so an den Rand gelegt, habe gesagt, Männer, zum Üben, hab da noch 2 Spiele. Vincent, alles klar? Ja, dann bin ich gegangen. Und am nächsten Tag kommt der Sohn, sagt er, Vater, die, das haben die so geil gefunden, wie du... Also das sind so ganz banale Dinge, wo du sagst, du kannst Kinder oder irgendwelche, die so ein bisschen, du kannst sie auffangen, wenn du das möchtest, wenn dir das aber egal ist. Und heute denke ich auch oft, die Zeit, die Eltern müssen arbeiten, die Eltern ein gewisses Leben führen, wo ich manchmal auch denke, ist es das wert, dass die Familie darunter leidet, ja? Oder bin ich da so rigoros und sage, ich gehe da durch und was da passiert. Also Familien finde ich schon wichtig. Ja, das sind so Dinge, das würde ich als Ratschlag geben. Ja, und unsere wahrscheinlich jetzt auch letzte Frage dann, ja. Ist dann, weil du hast vorhin schon ein bisschen darüber gesagt, dass du nicht so im Mittelpunkt stehen willst. Deswegen ist die Frage auch, finde ich, sehr interessant. Und das bedeutet, wir sind ja hier bei Unpopular People. Und das heißt, viele übersetzen das immer mit unbeliebt im Deutschen. Aber unbeliebt heißt nicht unbedingt, in dem Englischen unpopular bedeutet auch unbekannt und unbeliebt im Sinne von vielleicht nicht in der Gesellschaft so anerkannt wie andere, aber trotzdem gute Dinge tuend. Ja? Zum Beispiel, wenn man in der Schule früher eher in der Gothic-Richtung war oder früher als Hippie vielleicht, ja, war man auch unpopular, aber man war trotzdem ja kein schlechter Mensch. Genau, und wenn man einfach Menschen, die individuell einfach anders als die anderen sind. Ja, und das bedeutet im Englischen unpopular. Und jetzt aber die Frage an dich, wenn das jetzt andersrum wäre, wenn du jetzt popular, also sehr bekannt und weltweit würde man alles hören, so wie jetzt große Politiker und so, was würdest du machen, wenn überhaupt, was würdest du anders tun wie jetzt? Wenn du den Einfluss hättest. Also ich glaube, ich würde niemals in den Vordergrund gehen, niemals, weil das ist nicht meine Art, sondern wenn ich was mache, ich überlege mir schon, was ich mache, ich überlege mir sehr oft, kommt es richtig an, was ich mache, und suche mir auch immer so bestimmte Dinge, wo ich sage, ich will helfen, aber ich mache das aus Überzeugung heraus, ja, und nicht um irgendwie im Licht zu stehen oder um anerkannt zu sein, weil das habe ich schon nie gebraucht und brauche das eigentlich auch nicht, ja. Und ich denke, bei so vielen Menschen, jetzt wieder an Weihnachten, ich kann dir sagen, wenn du diese Beiblätter aufschlägst, da sind Leute drin, die 200 Euro an den Zoo spenden, wollen aber so ein Foto von sich. Ja. Ich darf noch eine Geschichte erzählen, weil die ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Das heißt, Heidelberg veranstaltet jedes Jahr die Armutswoche. Jedes Jahr. Und jedes Jahr springt ein Hotel für den Montag ein, wo alle Obdachlosen, egal woher sie kommen, es gibt, die kommen aus Karlsruhe, Mannheim, aus Darmstadt, aus Schriesheim, aus Edingen, Ziegelhausen, überall kommen Obdachlose zu dieser Armutswoche. Und es fängt immer oder hat immer angefangen, Hotel, das ist da in der Berghammer Straße, ja, so. Und ich komme 8 Tage
bevor diese Armutswoche ist, komme ich in die Küche bei uns. Und wir haben so ein schwarzes Brett. Jeder, der so, manchmal muss man einkaufen, dann schreibt man hin, brauche noch Kaffee, brauche noch Butter oder ja, so. Und ich komme da hin und dann hängt ein Zettel, hat abgesagt, das machen Sie. Da habe ich gedacht, das mache ich? Was meinen die? Also der Vorstand von. Dann bin ich rüber in das Büro und habe gesagt, ach, wir müssen das machen. Wir haben gesagt, wir springen ein für das Hotel. Also wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Für 100 Leute mindestens essen, trinken und macht es. Wie stellt ihr euch das vor? Ja, das gucken sie halt, dass sie irgendwas zusammenkriegen. Das ist wahr. Dann habe ich um 1 Uhr habe ich mich ins Auto gesetzt und ich habe eine ganz nette Bekannte, die ein kleines Geschäft hat. Da gibt es Kaffee, es gibt ausgesprochene Geschenkartikel, also ganz außergewöhnliche Sachen. Und sie macht immer frisches Obst, Gemüse. Und ich kaufe ihr auch jeden Morgen, kaufe ich für sie ein. Um 6 Uhr fahre ich zu nach Handschuhsheim. Da hat sie die Bestellung aufgegeben und bringe ihr das dann in den Laden. Und dann, ich musste mir keinen ran, dann bin ich zu der gegangen und habe gesagt, du, pass mal auf, was mir jetzt passiert ist. Das und das, ich weiß gar nicht. Sag, ich helfe dir. Würde dir zusagen, Hähnchenschlägel, Frikadellen, Fleischkäse, Würstchen, gekochte Eier, Kartoffelsalat, würde sowas, also das wäre sensationell. Ich habe so Warmhalde, diese Metalldinger, ja, kannst Feuer drunter machen, dass das alles schön warm ist. Ja. Da habe ich gesagt, ja, und ja, das, komm, dann, das machen wir. Da habe ich gesagt, ja, ich helfe dir. Da habe ich gesagt, und was kostet sowas? Spende ich. Also, ich Freitag, samstags morgens um 5 schon bei der, mit der gerichtet, alles gemacht. Montags morgens hat sie mir ihr Auto zur Verfügung gestellt. Also, das war ein Riesenerfolg, diese Armutswoche. Da habe ich gedacht für mich, also alles hat sich bei mir bedankt. Ich bin nicht der. Ich habe das organisiert. Alles, mich hat es gefreut. Die Leute haben sogar noch kleine Pakete mitbekommen, ja, weil der Kartoffelsalat so gut war. Ich sage, komm her, pack mal noch rein. Hab mir extra noch solche Schüsseln geholt für diese Menschen, weil ich ja weiß, das sind halt Menschen, wenn die was liegen, nehmen sie es mit. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich dann zur Zeitung. Lass mir da einen Termin geben und diese Frau muss erwähnt werden. Weil in der Armutswoche eine Spende in so einer Größenordnung, also die muss erwähnt werden. Aber nicht, dass die das dann weiß, sondern gesagt, du, das und das mache ich. Ah ja, das muss nicht sein. Also doch, doch, da stehe ich drauf. Haben einen Termin bekommen bei der Zeitung. Redaktion ist immer von 15 bis 16 Uhr. Bin ich dahin. Redakteur gekommen, da habe ich gesagt, ich muss Ihnen das und das alles erklärt. Oberbürgermeister spricht da immer ohne Ehrenamt, dann würde das alles nicht gehen. Und jetzt haben wir jemanden gefunden, der 70 bis 80 Leute wirklich gespeist hat. Da hätte ich gern, dass Sie einen kleinen Bericht schreiben. Ja, da muss ich mit meinem Chef sprechen. Also ist in Ordnung, sprechen Sie mit Ihrem Chef und dann melden Sie sich. Dann ruft mich der Chef an. Das Erste, was ich wissen möchte, ist, wie groß ist der Aufwand in Euro, was die gespendet hat? Das heißt, sagen Sie mal, ist das Ihr Ernst, was Sie da fragen? Das sind 80, 90 Leute, haben Essen bekommen. Ist da der Sachwert wichtig oder ist wichtig, wer es gespendet hat? Ja, weil wir schicken nur jemanden für einen Bericht, wenn der Wert über 2000 Euro ist. Das ist aber nicht Ihr Ernst, was Sie mir erzählen. Ja? Doch, damit hat sich das erledigt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, sowas. Habe dann die CDU-Fraktion, den Vorsitzenden im Heidelberger Stadtrat, den habe ich angerufen. Dann habe ich gesagt, den Namen kann ich sagen, das ist der Herr. Ja? Er sagt, du, pass, mit dem bin ich bei du, das und das ist mir passiert. Ja, ja, die sind so. Da brauchst du gar nicht dran denken, dass da was passiert. Also das kann doch nicht sein. Da steht so ein Bericht, bevor die Armutswoche raus oder losgeht, was alles gespendet und toll und die Menschen. Und dann wird nicht erwähnt. So, da ist er, oh, ich ärgere mich gar nicht rum.
Dann habe ich mit der Dame in Verbindung gesetzt, habe gesagt, du pass mal auf, wir machen das so. Ich mache ein Foto, schreibe einen kleinen Bericht dazu. Und dieses Foto machen wir ein kleines Plakat, so A3. Und das legen wir bei dir in deinem Geschäft. Der hat so eine, wo die Kasse steht, so ein Glastisch. Ja, da legen wir das drunter, hängen noch ein paar, dass du eine Riesenspende gemacht hast. Und jeder, der zu dir kommt im Einkauf, der sagt, ach, das ist aber, ach, das ist aber toll, sowas. Wäre das okay? Ja, das machen wir. Also habe ich das gemacht. Ja. Also halt nie mehr, wenn so irgendwas ist, dass ich Zeitung. Ich habe bei dem letzten Marathon für Rollstuhlfahrer stand der Bürgermeister da. Und dann habe ich zu meiner, ich war auch dort. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt kralle ich mir den. Der hält Reden ohne Ende. Da habe ich gesagt, hör auf, du kannst dir nicht, wenn du Rollstuhl war, den erwischst du irgendwann einmal. Dann kannst du ihn ansprechen. Ja? Ich wäre hin, ich gesagt, kommen Sie mal, jetzt habe ich schon mal ein Problem. Ja? Ja, ist doch so. Also ich war so zornig, ja, wenn meine Frau nicht gewesen wäre. Also ich hätte ihn gepackt, hätte ihn rübergezogen und hätte gesagt, erklär mir mal, was das soll. Ja. Das, der wäre für mich der Ansprechpartner gewesen. Zeitung geht nicht. Und er spricht ja von Ehrenämtern. Und ohne Ehrenämter geht nichts mehr. Also, dann kann man doch sowas erwähnen. Ja. Und dann zählt doch nicht der Wert von 2000 Euro. Also, ich habe gedacht, das ist ja lächerlich. Sowas. Ja. Das war die Geschichte. Ja, herzlichen Dank. Wenn jetzt unsere Zuhörer auch sich ehrenamtlich engagieren wollen, wie machen sie das am besten? Sollen sie am besten mit dir in Kontakt treten oder was für Möglichkeiten gibt es? Also A, können sie sich mit mir in Verbindung setzen. B, es gibt eine Broschüre, die liegt auch bei uns aus. Da gibt es ungefähr 30 Stellen, wo man als Ehrenamt tätig sein kann. Da ist alles dabei. Man muss nur das Richtige finden. Und ich glaube auch, man kann diese Broschüre bei der Stadt anfordern, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also bei uns liegen die Sachen aus. Ja? Und kannst du noch einmal, gibt es eine Website, wo man das Ganze finden kann, online? Also das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich könnte euch das zukommen lassen. Ja? Also bin am Montag dann wieder da und da steht auch dann diese Webseite. Und dann könntet ihr dann auch gut, da könnt ihr veröffentlichen in eurem, ja? Genau, das packen wir dann am besten in die Shownotes mit rein. Super. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Also ich hätte noch so viele Fragen, aber ich glaube, das würde den Rahmen heute sprengen. Das werden wir mal gucken. Das ist wirklich super. Also wir schließen das jetzt, glaube ich, für heute ab. Wenn noch Fragen kommen von den Zuhörern, im Nachhinein werden wir die eventuell zukommen lassen. Ja, und genau, vielen Dank von meiner Seite aus. Ja, danke für dieses Herzensinterview, so finde ich, kann man es einfach nennen. Und wenn du noch ein paar abschließende Worte hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Also ich finde, wenn es jetzt genügend Leute gibt, die das Interview mitbekommen haben und sich ein bisschen daran erfreuen können, dass man Ehrenamt ausüben kann und den Menschen einfach helfen, uneigennützig, dann ist eigentlich genau das erreicht, was wir also machen wollten mit diesem Interview. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dieses Interview hat euch gefallen. Mehr Infos über unser Projekt Unpopular People findet ihr unter www.unpopularpeople.com.